Hallo Hallo meine meine Lieben, Lieben. herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir werden heute nämlich, wie ihr vielleicht schon hinten sehen könnt, zum Teddy gehen. Wir nehmen euch mit beim Teddy-Shopping. Deswegen würde ich sagen, gehen wir rein und let's go, weil ich freue mich schon. Dekoartikel, Bastelsachen. Übrigens, wir stehen jetzt ohne Maske hier, weil wir haben seit heute in Österreich keine Maskenpflicht mehr in Niederösterreich. Boom! Das ist so doof. Deswegen tragen wir jetzt keine. Also nur damit ihr Bescheid wisst, ja? Der Philipp sitzt hier schon im Wagerl und wir gehen mal gleich als erstes in die Geburtstagsabteilung. Die Lara hat Geburtstag morgen und wir haben noch kein Geschenkpapier. Nee, nicht blau. Die Lara mag so rosa und sowas. Aber da, schau, da drüben gibt es mehr kindliche, so schöne Schleifen. Sowas hätten wir damals gesucht, kannst du noch erinnern? Ja. Als wir so ein großes Geschenk hatten, so voll schön. Daddy hat übrigens mega krasses Sortiment. Ich glaube, eine 7 brauchen wir auch für die Torte. Ja, eine, oder? Ja. Das soll man lieber so mitstreifen. Ich finde die pinke 7 eigentlich sehr schön. Reichweite 6 bis 8 Meter. Halleluja. Oh, sehr für drinnen, für draußen, oder? Ich weiß nicht, die sind schon zu groß, gell? Na. Hey, schau mal, das ist schön. Das Deko. Aber. Gott, das ist schön. Schau mal, dieses Deko ist schön. Es gibt auch große Girlanden mit Baum. Ich habe eine, so einen Luftballon, so eine kleine genommen. Soll ich zwei? Ja, aber die sind kleiner, oder? Ich habe jetzt eins genommen, aber das hat 3,60 Meter. Das ist zu groß wahrscheinlich, oder? Die hat 2 Meter. Schatzi. Das ist zu klein. Okay, dann tu das zurück. Dann nehme ich das Girlande hier. Helium haben wir, oder? Ja. Aber da gibt es auch kleine, schau mal. Voll süß. 1 Liter. Ich meine, bei so vielen Geburtstagen, was wir feiern, lohnt sich das gar nicht. Das ist für eine Geburtstagsparty schon ein. Ein großes, gell? Eine 7er Ballon habe ich schon. Habe ich von Amazon bestellt. Und ich habe so noch eine zur Reserve. Wir brauchen auch so irgendein Happy Birthday. Sowas schaut doch süß aus, oder? Ist auch schön, ja. Mit Papier. Wir könnten dieses Geschenkpapier nehmen. Mit Einhorn. Ja, das schaut süß aus. Hm? Ja. Wir nehmen einmal diesen Teddybär. Oder nein, Panda, Entschuldigung. Und dann diesen Happy Birthday Ballon. Okay. Schön aus, oder? Ja. Ich liebe auch die Abteilung hier so zum Basteln. Schau mal, wie riesig die ist. Gibt es einfach alles. Stoffzuschnitte, Maßband. Voll cool. Aber habe ich alles schon zu Hause. So coole Sachen. Sewing Kit. Wenn ich sowas sehe, dann kommt in mir so die Bastelmami raus. Ah, ich bastel so gern. Schau mal, da gibt es sogar Perlen. Das gab es früher gar nicht. Perlen, so Perlenkette so zu machen. Cool. Ich überlege gerade, sollen wir noch mal so Acrylfarben kaufen für die Kinder? Wenn wir mal wieder malen. Fingermalfarben. Oh, wie süß. Schau mal, Papa, ein Mini-Tape. Für kleine Finger, oder? Für kleine Finger. Oh, schau mal, Mini-Heißklebepistole. Also wenn man mit den Kindern kreativ sein will und basteln will, dann kann man auf jeden Fall zum Teddy gehen und sich da irgendwie dumm und dämlich kaufen. Da findet man einfach alles. Hat man so Bastelmaterial schon abgepackt. Mit Buscheln und Ohren und dieser, wer ist das, Pfeifenreiniger. Oder sowas. Bastelset mit Dinos. Das ist wahrscheinlich so Deko. Minisocken oder was? Die haben ja mehr Sachen zu malen, als wenn du zu einem so Libro oder Pago gehst, ja, so klar. Papiergeschäft. Voll viele coole Sachen. Bastelaufbewahrung. Ich habe es ja so mit so kleinen Döschen. Wenn ich sowas sehe, denke ich mir, oh, das muss ich kaufen, weil da kann ich so Sachen reingeben. Oh mein Gott, dieser Teddy ist einfach krass. Oh mein Gott, schau mal, Konfettikleber, mit dem kann man sich auch coolen Slime machen. Gib dir mal an, wie viel Schulbedarf die hier haben. Bist du wahnsinnig, richtig cool. Pizza in allen möglichen Modellen und Förmchen und weiß ich alles. Oh mein Gott. Haben wir noch Tixo zu Hause? Ja, alles genug. Na, Tixo kleines für Geschenkpapier, Geschenke einpacken. Das weiß ich nicht. Kauf mal ein kleines Toxi. Tixo. So geht's. Wir könnten so eins nehmen. Pinselstifte. Da ist die Farbe schon drin. Ne? Was ist das bitte? Oh mein Gott. Das ist ja riesig. Bitte gib mir das Jacken. Wir können der Emmy eine Jacke kaufen. Das würde jetzt so größenmäßig nur der Emmy passen, oder? Und sogar in Rot für die stylischen Girls. Bitte, sonst auch mal was. Auch mal was. Also wir den nie was mitbringen. Ja, weißt du, was die gerne essen? Diese, das habe ich mal letztens beim Action gekauft. Weißt du, wie lange die da an dem kauen? Ich bin auf jeden Fall mega geflasht, wie groß das Sortiment im Teddy geworden ist. Ja, Chips auch. Bring es. Oh, kaufst du deinen Babysachen? Ja. Oh.
Philipp. Philipp hilft mit. Danke, Philipp. Danke, Philipp. Eine Mini-Erste-Hilfe-Koffer. Nur wer seine kleine Aabubu hast. Schau, Corona-Schilder. So, und weiter geht's zu den Hundenabteilung. Was ist das? Ach so, fürs Wasser trinken. Schau mal, ein Telefon. Hundebetten gibt es ja auch. 25 Euro beim Fressnacht zahlt man für so eine Matte. 25 Euro. Das stimmt schon. Und das ist ein richtiges Bett auch. Kann man den Bezug auch waschen? Ich glaube nicht, gell? Also abziehen nicht, aber du kannst das Ganze in die Waschmaschine geben. Ich gehe mal davon aus. 15 Euro? Ist ja voll günstig. Arbeiten Sie hier? Entschuldigung. Ein Kuscheltier wird bei uns 2 Minuten überleben. So was müssen wir den Hunden machen. Ja, wir haben richtige Tigers. Tigers? Ja, das schaut gut aus. Hauptsache Geräusche. Was kostet der? 4 Euro. Können ein Hund oder die Giraffe? Nein, die Giraffe. Gell? Wie ich die so viel kenne, kaut sie so lange an dem rum, bis sie das kauft. Ja, das schaut gut aus. Riecht eigentlich gut. Ja, nehmen wir das. Sollen wir nur ein Buch nehmen für beide? Weil wenn wir jetzt 2 nehmen, dann werden die streiten. Also ich habe jetzt nicht diesen Strickfieber, aber ich habe ab und zu einmal im Jahr mindestens so einen Strickfieber, wo ich, weißt du, wo ich immer so anfange. Ja. Da gibt es voll viel schöne Wolle. Also 1 Euro ist okay, oder? Ja, aber du brauchst mehrere. Du musst ausrechnen, wie viel. Da steht dann ungefähr, wie viel du damit nähen kannst. Und dann musst du ausrechnen, wie viel du davon nehmen kannst. Da kenne ich mir zu wenig aus. Ja, merke ich. Hey, da gibt es noch Plastik, Besteck. Das soll es gar nicht mehr geben. Das ist ein Verbot. Ach so? Ja. Aber ich weiß, es gibt auch andere. Ja, was heißt so eine Recycler? Oh, kleine Freunde. Da habe ich so Erinnerungen an früher. Da gibt es die Deko-Abteilung. Blumen. Und Zeugs halt. Ich meine, ich habe es jetzt leider nicht so mit der Deko und sowas. Aber wenn man darin gut ist, kann man sich sicher hier was Schönes zusammenstellen. Vor allem hier gibt es auch so Trockenblumen. So Baumwolle, ist das nicht? Ja, es ist fake. Aber hier schaut, nein, ist auch fake. Alles fake hier. Pampasgras, doch, hier ist echtes Pampasgras, oder? Schaut zumindest so aus. Auf dieser Seite gibt es nochmal ganz viel Dekoartikel. Jetzt ist schon hier gerade mal, was ist jetzt, März? Und es ist schon Sommerdeko, oder was? Was ist denn das denn? Was macht man damit? Für die Gartenabteilung, für die Sommersaison ist auch schon alles draußen. Schau mal, voll cool, Eiswürfelform. Riecht in Zitronenform. Ist es nicht krass, wie groß dieser Teddy ist? Ich sag's nur, oh, wie süß. Und schau mal, wie cool. 2 in 1. Einmal Spritzer und einmal Gießkanne. Ja, wie ist das? Naja, dann musst du es so drehen. Ne? Das ist nicht gut, also im Gebrauch? Ja, also, ja, ziemlich. Stören. Aha, okay. Soll man die Deko ein bisschen im Wohnzimmer verändern? So ein bisschen solche, ja, so weiß mit schwarz. Also ein Erdbeerchen. Sollen wir dann auch so eine kleine, so eine Vase hinstellen? 2 Euro. Das ist ein Ding, sein Kopf. Das ist kein echter Kopf. So goldene Sachen finde ich auch cool. Ein Glas Wein pro Tag ist okay. Das ist so doof. Okay. 12 Euro. Da trinke ich lieber mit der Flasche. Mit 12 Euro. Stimmt. Da gibt es auch so viel Besteck, schau mal. Wenn ich das gewusst hätte mit dem Besteck, hätte ich das nicht letztens gekauft. Weil ich finde, das Besteck ist viel schöner hier, oder? Schau mal, wie schön dieses Besteck ist. Ich habe so ein Problem mit Besteck. Ich kaufe immer so viel Besteck. Ein Papa schimpft mich immer. Schau mal, wie schön das ist. Später. Das bleibt nicht, gell? Nee, hast du das angefasst? Scheiße. Langsam. Jetzt gehen wir. Hammer. Kuchenbock. Pinsel, Pralinen, oh, schaut mal, kann man sich eigene Pralinchen machen. Ja, warte mal, ich muss ganz genau gucken. Ich liebe ja so Backformen und sowas, überleg gerade. Schau mal, wie viel Deko hier ist. Ja, ich muss für die Lara eine Geburtstagstorte backen. Okay. Das habe ich schon. Ich habe mir so eine Torte aus dem Internet abfotografiert. Moment. So, habe ich mir gedacht, dass die Torte auch schon soll, aber finde ich jetzt nichts. Die Luisa wollte eine Gitarre, die hat sich eine Gitarre gegeben. Was kostet die? 15 Euro. Muss ich mal probieren. Du hast Talent. Schaut mal, ganz viele Peppa Pigs, also voll süß. 17 Euro ist auch gar nicht so günstig, ne? Krass. Und Change. Oh, so ist. Die Luisa ist ein richtiger Peppa Pig Fan. Gibt so ganz schöne Kuscheltiere auch. Schaut mal, schaut echt süß aus. Und dann gibt es auch diese TYs. Die haben normalerweise immer so Glitzeraugen, oder? Oh Gott, ich liebe ja solche. Schau dir mal das an. Teddy Lunchbox.
Also, wenn ich nicht tollpatschig bin, dann weiß ich auch. Voll coole Sachen hier. Putzsachen. Wäschekörbe. Da gibt's Getränke, die gibt's bei uns gar nicht. Was ist denn? Nicht zwicken. Banane. Bananen soll ich. Ich überlege, ob ich das nehmen soll. Halt mal kurz. Ich habe da diese Torte und das sind auch so Deko. Also. Okay. So kleine Marshmallow, wenn wir finden, wäre auch cool. Schau, da gibt es kleine Marshmallow. Oh, jetzt nehme ich auf jeden Fall mit für die Torte. Wow, Lollis. Und ich glaube, ich nehme mir auch diese Zuckerls. Die schauen nämlich sehr lecker aus. Und Jelly Beans auch. Wer hat das genommen? Ich. Wir haben jetzt 93 Euro beim Teddy ausgegeben. Ich sag's dir Double, oder? Ich sag's dir Double, ja, für das Ganze, was wir eingekauft haben. Und wir haben uns jetzt ganz spontan überlegt, dass wir da doch so viele Sachen geholt haben, dass wir noch einen Haul drehen zu Hause. Das heißt, genau. Wo wir euch einfach alles zeigen, was wir gekauft haben, müsst ihr auf jeden Fall beim nächsten Video dann vorbeischauen. Und jetzt werden wir uns von diesem Vlog verabschieden. Ich hoffe, dass euch das Mitnehmen beim Teddy gefallen hat und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich konnte jetzt nicht mal reden. So, wir gehen jetzt schnell zum Auto, weil es ist echt kalt. Also, danke fürs Zuschauen. Tschüss.